Hallo und guten Morgen. Wir befinden uns wieder in Muggendorf und fahren heute mit dem Bus nach Ebermannstadt und von da aus eine Tour über die Wallerwarte bzw. den Zuckerhut hierher nach Muggendorf zu starten. Kommt da einfach mit. Eine Selbsthilfegruppe geht wandern. Jetzt sind wir am Bahnhof. Und wir laufen hier gerade durch Ebermannstadt ein kleines Stück, bis wir an unseren Startpunkt sind. An unserem Startpunkt und werden über den Kreuzweg erstmal nach oben gehen. Das ist geil, Wallerwarte ist sogar ausgeschildert. In der Erlachkapelle. Jetzt gibt's erstmal drauf aus. Jetzt wurde es mal richtig steil. Da sieht man die sogenannte Vexierkapelle, die hoch über Ebermannstadt thront. Wir gehen jetzt weiter. Kreuzweg in Richtung Schlüsselstein. Jetzt sind wir hier oben bei einer Kapelle. Und es geht jetzt weiter zum Schlüsselstein.
hier auf den Schlüsselstein. Das ist ein Burgstall. Und die Burg, die da mal stand, die ist ungefähr in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts entstanden. Und das, was davon übrig ist, darauf stehen wir jetzt. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Aussichtspunkt. Das ist jetzt unser nächster Aussichtspunkt, die sogenannte Wallerwarte. Gehen wir jetzt mal rauf. So, jetzt sind wir oben. Da unten ist unser Startpunkt. Der Bahnhof in Ebermannstadt. Da haben wir unseren Bus gehalten. Schöne Aussicht über die Fränkische Schweiz. Da ist Ebermannstadt. Und im Hintergrund von Ebermannstadt befindet sich die Burg Feuerstein. Will, kann man das Ding auch einmal umrunden. Steht man hier und hat auch eine Aussicht. Da oben ist die Burg Feuerstein und da unten ist Ebermannstadt. Große Schnecke. So.
gerade auf dem Weg in Richtung Zuckerhut. Aber nicht nach Rio, sondern der von der Fränkischen Schweiz. Wiesen und Waldwege wechseln sich ab. Schaut mal, da hockt der Rosskatzel. Über die Straße geht's weiter. Haben wir vorhin auch schon gelesen. Aber wir sind trotzdem den alten Weg gegangen. Und so haben wir uns über 1 Kilometer gespart. Und jetzt gehen wir so weiter. Und wahrscheinlich der Grund, warum der alte Weg umgangen wird, weil es ein bisschen steil und glatt ist. Aber es geht. Das an, wie barzig das hier ist. Das ist, ob man auf Kuhscheiße rumläuft, also Entschuldigung. Laut Navi haben wir es gleich geschafft. So, das nächste Zwischenziel ist erreicht. Wir befinden uns auf dem Zuckerhut der Fränkischen Schweiz. Ein kleiner Berg und natürlich ein Aussichtspunkt.
wunderbaren Blick auf Ebermannstadt. Da drüben ist irgendwo die Wallerwarte, beziehungsweise auf das Wiesental. Jetzt gibt es bei uns mal eine Portion Ravioli. Jetzt wird noch gegessen und dann geht's weiter nach Birkenreuth. Jetzt werden wir noch das Dorf Birkenreuth durchqueren. Jetzt stehen wir vor dem Brunnenhaus von Birkenreuth und schauen es uns mal von innen an. Hier verlassen wir das Dorf.
alter Kühlkeller. Seefeierrand. Weiter geht's Richtung 93. Now that wasn't nice. Since you've been gone, I've been safe, I've been sound, I've been good. All those magical times that we shared are all tainted with mud. No. Das ist der Punkt, wie die Stadt. You tied up my hands and gave me a smile. Attached me to your car and dragged me for miles and miles. So, auf was wir jetzt zulaufen, nennt sich Dreinmäusel. Da laufen wir durch, weiter zum Frauenstein. Ich und meine Katze. Was hast du denn deine Katze? Ich habe eine Katze. So, jetzt sind wir bei einem anderen Aussichtspunkt vor dem Frauenstein und hier haben wir auch einen herrlichen Ausblick. Dort unten ist auch die Ruine Neideck. Und es geht ein herrlicher Wind gerade. Sind wir noch auf dem Weg zum letzten Aussichtspunkt dieser Tour. Jetzt befinden wir uns auf dem sogenannten Frauenstein. Ebenfalls ein toller Aussichtspunkt, wo man Muggendorf komplett überblicken kann. Creatures crawling on the ground behind, busy buzzing.
sound and hills, hailing to the queen and empires, towering over trees. Jetzt geht's nach unten, nach Muckendorf. Zurück in Muckendorf, der Abstieg geschafft, jetzt geht's zurück in die Ferienwohnung. Bis bald.